Ja, mit dem 20er, ne? Bin ich hier, steht hier Sparkasse dran oder was? Nein, hier steht Booster dran, ne? Meine Güte, lies doch mal, was hier steht. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Recht herzlich willkommen mit einem neuen Gefährt auf einer altbekannten Map, und zwar der Map Alheim V3.1. Sind wir auch schon mal vor kurzem gefahren, als wir den Facelift LE vorgestellt haben. Ja, und heute eine weitere Linie. Wir fahren mit dem neu erschienenen, also schon ein bisschen her, Neoplan N4021 in der ZF-Variante und dann noch 4 HP steht da. Keine Ahnung, was das heißen soll. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Warum Alheim? Weil dieser Bus sehr viele, oder was heißt sehr viele, einige Alheim-Repaints mitgeliefert hat. Zum Beispiel ein normales und ein Sparkassen-Repaint. Und dann gibt es noch das Edeka-Repaint. Das ist nicht ganz fertig und kann man normalerweise auch nicht auswählen. Die Texturen wurden aber zumindest für den vorderen Teil schon mitgeliefert. Sodass ich mir den so selber zusammengestellt habe. Habe also einfach die schon vorhandene Textur für den vorderen Bereich genommen. Für den Nachläufer habe ich dann das Ding von der Sparkasse genommen, deswegen sind hier noch die Hackfressen von der Sparkassenwerbung drauf und habe es mir selber hinten natürlich noch passend zum Edeka modifiziert. Allerdings hier, ihr seht es, das sind meine Künste beim Repaint erstellen, deswegen veröffentliche ich auch selber keine Repaints. So, wenn ich mir Mühe geben würde, würde ich das vielleicht auch sogar gefixt bekommen. Naja, ist auch egal. Omni Navigation funktioniert auch. Hat im ersten Aufnahmeversuch nämlich nicht funktioniert. Ja, und dann schmeißt wir den Bus auch mal an, ohne großartig rumzulabern wie Lion Gamer 1. Ja, Sound relativ leise. Ich hoffe, man hört ihn jetzt so ein bisschen. Ist halt ein Gelenkbus. Ja, den Bus kennen wir ganz normal als Solobus. Ist jetzt auch als Gelenkbus erschienen, also nicht großartig neu. Das ist zum Beispiel auch genau dasselbe Dashboard. Bevor wir loslegen, ihr seht es ja hinten schon hier, ich habe es heute auch wieder mit am Start, und zwar einen Booster Absolute Zero, ohne Zucker. An dieser Stelle erstmal eine Ansage an Netto. Ich war heute nämlich bei Netto, will mir schön 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dosen Booster holen. Und was ist da los? Die haben keinen Booster mehr, alles ausverkauft. Ne? Und liegt höchstwahrscheinlich daran, dass heute der letzte Tag war, an dem es den Booster für 39 Cent gab. Aber gut, da kann man sich auch drauf einstellen, ne? Die haben sonst schon immer nur ganz wenig da, weil die alle das wegkaufen. Dann kann man sich auch mal darauf einstellen und ein bisschen mehr kaufen. Also Netto, ihr seid scheiße. So, deswegen habe ich mir stattdessen den Absolute Zero mitgenommen. Den haben sie noch da. Gut. So, schmeckt aber fast genauso. Also ich sehe da keinen Unterschied. Ja, schmeckt ein bisschen komischer. Also von den Süßstoffen her, aber ansonsten geht da eigentlich auch voll klar. So, was ist der Sound leise? Ich muss den bei mir gerade ein bisschen lauter drehen. Dann sind aber auch die anderen Sounds lauter. Das ist natürlich scheiße. So, Linie 152, 00. Und zwar die Route 4. Richtung Alheim Hauptbahnhof haben wir irgendwo einen Fahrplan hier hängen. Da unten, ne? Kann ich da? Ne, kann ich nicht. So, hier. Oder kann ich da rauf? Ja, ich kann raufklicken, oder? Ne, kann ich nicht. Egal. So. 152 Kuhmannsfeld bis nach Alheim Hauptbahnhof für kürzer Umlauf, genau. Gucken wir uns einfach mal an. Ist auch eigentlich eine Solobuslinie, passt überhaupt nicht, da muss er hin, aber juckt uns gar nicht, ne? Oh Gott, so eine alte Karre. Und ich finde ihn so hässlich, den Bus, aber ich muss es leider ein bisschen leiser gerade machen. Also der Sound, muss man echt mal negativ anmerken, ist viel zu leise. Kann ich hier... Ne, kann ich nicht absenken. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Also, Edeka-Märkte habe ich. Ja. Gut, ne, wenn man das Repaint vielleicht noch zu Ende entwickeln würde, wäre es ganz cool. So, was haben wir hier? Ach, hier. Hier ist die. Das ist nicht eine Matrix, das sind so eine kleine und eine große. Alle klar. So. Uhrzeitmäßig wollen wir das natürlich auch noch ein bisschen verändern hier. 32 ballern wir mal rein. Ach Gott, nee. Zwei Tussis kommen noch an hier. Hallo. Hallo.
So, Abfahrt. Oh ja, der ist noch schön reingefahren, ja, gerade. Ah, die Spiegel sind auch sehr gewöhnungsbedürftig. Also, der Bus, den gibt es ja, glaube ich, schon seit OMSI 1. Leimgardsfeld. Jetzt hat man einfach noch einen Nachläufer entwickelt. Also, ich weiß ja jetzt nicht, was man an dem Bus jetzt so unbedingt feiern soll. Der hat halt trotzdem noch relativ viel auf OMSI 1 Niveau. Wir gucken uns den mal von innen an. Da hat er hier die Anzeige, die ist ein bisschen moderner, glaube ich, jetzt. Oder in einer anderen Farbe. Ansonsten vom Innenraum halt auch komplett gleich. Also, so doll ist der nun echt nicht. So, das war das Knickschutz, kann sein, oder? Ist auch ein bekannter Sound, ich glaube aus dem Citaro Ü. Ist ja teilweise übernommen. Kann man ja machen. Ich habe übrigens auch einen. Ein Mod habe ich, glaube ich, installiert. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, so ein Mod mit, dass die Türen ein bisschen anders sind. Könnt ihr in der Beschreibung runterladen. Dort seht ihr dann auch mal alle Einzelheiten, was dieser Mod beinhaltet. Also gerne mal vorbeigucken. Repaint gibt es, wie gesagt, zum Bus mit dazu. Ich finde die Kasse zum Beispiel sehr schön hier. Also, gefällt mir gut. Sieht im Gegensatz zu dem Bus halt ein bisschen moderner aus. Das Dashboard wurde halt von vielen auch schon kritisiert. Sieht halt ein bisschen sehr nach OMSI 1 noch aus, ne? Sieht halt. Naja. So. Türfreigabe. Und dann. Achso. Das ist eine Türfreigabe. Die zweite Tür, die müssen wir selber aufmachen. Außenschwenktüren. Beziehungsweise Außenschwenkschiebetüren. Sehr schön. Auch ohne Türpiepen, so muss das sein. Sehr schön. Das Rollo ist auch neu gemacht worden. Das sieht nämlich auch. Ja, das hatte diesen Ton hier mit so Punkten. Das sah richtig gruselig aus. Hugenottenstraße. Hugenottenstraße, jo. Jo. Jawohl, danke. So, gucken wir uns den Bus nochmal von außen an. Ja, ihr merkt, ne? Er kommt überhaupt nicht aus dem Quark. Nächste Haltestelle. Also so wie der Palma Citaro. Vom Bremsen her ist es auch sehr komisches Verhalten, muss ich sagen. Bremst ganz schön ruckartig immer, ne? Dafür, dass er halt auch nicht aus dem Quark kommt. Also ich trete das halt fast voll durch hier, das Gaspedal. Aber bei der Bremse muss er halt wirklich auch sehr sachte sein. Muss erstmal ein Gefühl für entwickeln. Also ich fahre den jetzt so auf einer längeren Strecke zum ersten Mal. Während der Fahrt kann ich die Tür nicht öffnen. Geht aber ohne Türfreigabe. Und dann könnten wir hier weiterrollen. Das ist alles möglich. Ja. Hallo. Hallo. Aber jetzt halt nicht, wenn du hier, also nee, mit 10, 20 km/h fährst, dann kannst du die Tür nicht mehr öffnen. So, jetzt wollen wir mal Kickdown fahren hier, komm. Also wunderschöner ZF-Sound. Nur dass er halt überhaupt nicht aus dem Quark kommt. Boah, was ist denn jetzt hier? So wie das aber auch üblich ist für solche älteren Busse. Ja, halt die Fresse da hinten, ne? Und immer dieses Klicken, ne? Wenn du bremst. Das ist auch sehr, sehr lustig.
Also fand ich damals schon cool. Bei dem Solobus. Sound ist wirklich Citaro Ü. Also erkennt man jetzt sehr gut wieder. Ich glaube so ein Euro 2 war das. Ja, Euro 2, Citaro Ü. Jawohl. Oh, Junge, 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 Junge. So, hat er das angesagt? Ja, nee. Musik nur weiterschalten, okay. Siegerländerstraße. Oh Gott, was ist denn das für ein Ton? Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo, hallo, danke. Hallo. Einen Einzelfahrschein, bitte. 2,50. So, ganz stinknormaler Drucker, alter Schein. So, und dann hier Euro. Ja, nichts Besonderes. Kennen wir alles. Nächste Haltestelle, Unihalle. Also mich würde mal interessieren, ob die wirklich noch so in der Realität rumfahren, diese Busse hier, weil die sehen wirklich uralt aus und extrem hässlich, wie ich finde. Hallo. 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 Och nein. So. Ja gut, ne, man sollte sich schon einigen. Mache ich jetzt hier die Haltestellen oder die Türfreigabe rein? Oder eben nicht? Nächste Haltestelle, Siedlungsweg. Boah, quietsch nicht so. Ach du Scheiße. Das war knapp. Ja, fast. Fast, ne? Es könnte eine neue Regel werden. Dieser Strich ist dazu da, dass man mit dem Rad dahinter anhält. Ja. Nun zieh doch mal, Junge. Komm, komm, komm. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Eine Tageskarte. Oh. Ja, mit dem 20er, ne? Bin ich hier. Steht hier Sparkasse dran oder was? Nein, hier steht Booster dran. Ne? Meine Güte, lies doch mal, was hier steht. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ja, der Maul. Nee, das auch nicht. Das hier. So, dann sind wir bei 7, dann sind wir bei 9, dann sind wir bei 11, dann sind wir bei 13, bei 15, dann sind wir bei 17 und bei 19 und bei 20. Bitteschön. Ab geht's. Na komm.
Boah, da wäre mir der Solaris jetzt lieber, ne? Diese alte Kiste hier. Nächste Haltestelle, Betriebshof Siegfriedstraße. Also wenn man dem Bus ein bisschen mehr PS geben könnte, wäre ganz nett. Also wirklich. So, jetzt muss man sich auch mal ein bisschen durchsetzen im Straßenverkehr. Na. Hurensohn, ja, mit deinem Golf, Alter. So macht man das. So, festhalten bitte. Boah, der Motor ist so weit von überlastet, ey. Guck doch mal. Ich fahre echt nicht scheiße gerade, ne? Aber man muss eigentlich fast schon Kickdown fahren, weil der sonst echt nicht vom Fleck kommt. Das fällt halt beim Gelenkbus noch ein bisschen mehr auf als beim Solobus. Das ist ja, denke ich mal, klar, ne? Beim Solobus war das auch schon sehr extrem. Aber zumindest der Sound, also der Sound ist deutlich besser geworden als vom Solobus. Der war zwar auch cool irgendwie, aber irgendwie hört sich das hier besser an, auch wenn es ein Citaro-Sound noch ist, aber finde ich im Großen und Ganzen schon sehr gelungen. Hallo. Ja, hallo, danke. Yep. So, wie sieht denn das Fenster aus hier? Wow, krass. So. Reicht doch wieder. Nächste Haltestelle am Ruhrberg. Also wenn einer weiß, wo diese Busse wirklich noch richtig fahren, nicht hier SEV und so eine Scheiße, sondern wo die wirklich noch im reinen Linienbetrieb zum Fuhrpark gehören, dann kann man das gerne mal einer schreiben. Ja, du hast das auch besonders eilig, wa? Sieben bis einundzwanzig Uhr von Freitag bis Sonnabend. Deshalb eine Stunde länger, weil du dir sonnabends ja noch den Booster für Sonntag holen musst. Ja, die Gelenksounds hinten, das Quietschen da, ist aus dem NG übernommen. Das ist ganz normal, damit die liefert wird. Ist okay, dass man das gemacht hat. Finde ich gar nicht schlimm. Besser als gar keiner. Sehr freundlich heute wieder, danke. Und der Blinker-Sound, der nervt auch wirklich, also merkt ihr. So, jetzt hast du uns... Ja, wunderbar. Wunderbar. Wir müssen natürlich immer erst die Autos durchlassen hier, ne? Sonst... Weil wir hier brauchen ja ein bisschen mehr Platz mit unserem Gelenkbus. Nächste Haltestelle, Wuppertaler Straße. Oh,
Oh, ne, nächste rote Ampel. Ach ja, nö, doch nicht. Eigentlich, normalerweise muss man ja anhalten bei Grünpfeil, juckt uns gar nicht. Boah, fällt der Scheiße. Halt die Schnauze da hinten, Fotze, Alter. Ja, ruckel noch, genau, wunderbar. Bitte nicht auf den Haltewunschknopf. Oh, ich wollte es gerade sagen. Ich wollte durchfahren. Liebe Fahrgäste. Jetzt schreibt nicht, zu Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir es bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. Schnell. Nochmal. Warum habe ich denn da nicht drauf gedrückt? So. Ah, wir sehen. Gucken uns nochmal die Türen an hier. Also die finde ich wirklich sehr schön. Warum? Vom Haltewunsch? Interessiert mich jetzt nicht. Poh. Kann man bis zur nächsten Haltestelle mitfahren. Nächste Haltestelle, Bernauer Straße. Oh nein! So, jetzt fahre ich. Jetzt fahre ich. Ja, bisschen viel ausgeholt. Ja. Ja, und das meine ich, ne? Also, ich bremse eigentlich wie mit dem Citaro. Ganz normal. Aber der Bus, der kriegt dort irgendwie nicht geschissen. Komisch. Ah, jetzt ist hier diese Region genau. Wir sind gleich am Arlheimer Hauptbahnhof. Jetzt kenne ich mich wieder ein bisschen aus. Mann, mach doch einfach die Scheißtüren auf. Was ist daran so schwer? Weißt du, du hältst an, hinten steigen sie schon aus, drückst die Türen und die Türen gehen einfach mal nicht auf. Boah, Junge. Boah, was ist das eine alte Karre, ey? Mein lieber Schwan. Winkelsdorfer Platz. Ich meine, wem es gefällt, bitte, ja? Ach Gott, ich fahre lieber C2. Aber schlecht umgesetzt ist der Bus nicht. Also wer wirklich sowas mag, so historische Busse, der kommt hier voll auf seine Kosten. So, als kleines Endfazit, denn wir haben unsere Endhaltestelle erreicht. Nein, haben wir nicht. Das ist nämlich falsch gefahren. Da hätten wir rein muss. Ach Mann. Ja, das kommt davon, wenn man diese Map nie fährt. Ja, auch allein Launsbach fahre ich gar nicht mehr. Ist halt immer ein bisschen verwirrend mit Omni-Navigation. So, und dann müsste das hier... Na, wir nehmen mal die nächste, ist auch scheißegal. Nehmen wir die hier. Vielleicht ist es ja sogar richtig. Mal gucken. Jo, ist es sogar. Schönes Ding. So, ach, wunderbar. Fahrplan, alles okay. Ja, dann war's von diesem fantastischen Bus hier. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es euch Spaß gemacht hat. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht auch mal eure Meinung noch zu dem Bus, wie immer, wisst ihr doch Bescheid, in die Kommentare reinballern. Wenn sich einer mit dem Repaint noch ein bisschen auskennt, gerne auch schreiben, wie ich hier den Nachläufer noch hinbekomme. Ohne mein krasses Repaint hier. Ja. Okay, also wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch jetzt eine schöne Woche. Haut rein. Ciao, ciao.